Ein Sturm zieht auf. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Krieg liegt in der Luft. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind nähert sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise.
Ihr seid wach? Ach, den Sternen sei Dank. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Diremi. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Dädra Chiazell fiel aus einem anderen. Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Dädra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. Nichts Unverantwortliches, wenn ihr das meint. Ich bin ein Mitglied der Sinderill, der Spionagegilde von Clan Direni. Allerdings mehr Gelehrte als Spionen, das versichere ich euch. Ich habe gerade in der Galerie Nachforschungen betrieben und dann... plopp! Seid ihr und dieses Monster erschienen. Die Galerie war immer schon ein Ort von besonderem Interesse für die Gilde, doch wir haben nie ganz herausbekommen, wie sie funktioniert. Trotz der Gefahren ist dies unser bisher größter Durchbruch. Der Gildenmeister wird außer sich vor Freude sein, sofern wir alles unter Kontrolle bekommen. Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe?
Wir die Renni sind von Natur aus vorsichtig. Deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Ach, muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin, eine riesige schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Lasst uns anfangen. Schnell jetzt! Schlagt das Konstrukt! Erste Klasse! Angriff! Gut gemacht! Schlagt erneut! Brillant! Wappnet euch! Blockt sein... Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist. Das ist pure Kraft. Wunderbar. Blockt den Schlag. Schlagt hart zu. So geht das. Gut gemacht. Verteidigt euch. Gebt alles, was ihr habt. Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Schnell, befreit euch. Ihr habt euch befreit. Seid bereit, euch... Ihr seid unaufhaltsam. Nochmal, macht euch bereit. Ihr seid durch und durch die Kriegerin, für die ich euch hielt. Unterbrecht das Konstrukt, bevor... Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Das war ein Schlag. Unterbrecht es, bevor es zuschlägt. Ein mächtiger Schlag. Jetzt, unterbrecht es. Wenn euer Feind einen Angriff vorbereitet, schlagt zu. Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir.
Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, loszuziehen. Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Ich glaube, dass Shiazel, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Hoffentlich.
legen dir einen Zahn zu. Gut. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Nun, das ist beunruhigend. Bei Jeffres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen und wir können nicht weiter. Verdammt. Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt, nein, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Natürlich, aber trödeln wir nicht zu lange. Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Magier verwenden Himmelsscherben bei allerlei Ritualen und Experimenten. Wir Direnni nutzen sie als Kraftquelle. Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen kämpfen sehen, doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles,
dem wir uns bisher gestellt haben. Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte, doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin geübt haben. Bleibt in Bewegung, seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Da ist sie! Schickt sie zurück ins Vergessen! Hier! Mein Mahl trifft endlich ein! Kniet nieder, Wurm! Verdorrt und sterbt! Nur mich wird es noch geben. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Ah!
blutiger Wurm. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht eine Retterin. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand einer Heldin brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch.
Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Was? Ich? Nein, ich hab zu tun. Die Sindarill werden wollen, dass hier alles durchsucht und untersucht wird. Da ich die Entdeckerin war, werde ich diese Bemühungen wahrscheinlich auch leiten. Abenteuer in der Ferne sind ja gut und schön, doch mein Platz ist hier. Nun, Schicksal ist eine plumpe Beschreibung dafür, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ehrlich gesagt werden wir wohl nie erfahren, warum ihr erwählt wurdet. Doch ich glaube, es steckt ein Sinn dahinter. Irgendetwas. Ob es nun die Sterne, die Galerie oder der Turm selbst sind, hat euch aus einem Grund hierher geführt. Vielleicht ist sie euch gefolgt, um zu verhindern, dass ihr eure... Nun, Bestimmung klingt ein wenig zu pompös. Lasst uns sagen, sie will nicht, dass ihr euer Potenzial verwirklicht. Dann wiederum hat euch die Macht dieses Ortes vielleicht hierher gebracht, um Shiazell aufzuhalten. Wahrscheinlich nicht. Doch was ist das Leben ohne unbeantwortete Fragen? Langweilig, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Ha, eine Elfin kann hoffen. Diese Frage zu beantworten wird mich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch beschäftigen. Ist die Helix mit dem Adamantturm verbunden? Wie kann sie die fernen Ecken Tamriels wahrnehmen? Ich werde das wohl nie begreifen, doch ich tue mein Bestes. Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Hervorragend. Ihr könntet nach Stros Mackay im Dolchsturzbündnis auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat, oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. Ich kann es euch nicht verdenken. Die Intrigen zwischen den Provinzen sind die Grundlage meiner ganzen Gilde und selbst ich finde sie nach einer gewissen Zeit ermüdend. Ich schätze, das erweitert die Möglichkeiten etwas. Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen? Laut unseren Spionen ist das Land der Katzenwesen in schlechter Verfassung. Eine Kaiserliche mit ihrem verbleibenden Gefolge sitzt auf dem Thron und ein Schwarm Drachen ist aus den Kolosshallen hervorgebrochen, der nun alles auf seinem Weg niederbrennt. Wenn ihr Abenteuer sucht, werdet ihr sie dort finden. Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht auch deren Gottkönig Vivek treffen. Ihr könnt auch nach Sommersend im Süden reisen, unserer angestammten Heimat und dem Hauptsitz der Macht der Hochelfen. Immer. Doch die Einheimischen machen es einem nicht leicht. Die Hochelfen auf Sommersend teilen nicht den Pragmatismus der Direnni. Sie sind oft zu stolz, um Hilfe zu bitten. Unsere Agenten haben allerdings seltsames Treiben im Umkreis des Kristallturms gemeldet. Es lohnt sich wahrscheinlich, genauer nachzuforschen. Gewiss doch, eines dieser Tore scheint ins westliche Himmelsrand zu führen. Ein abgeschottetes Königreich der Nord, das von König Svagrim regiert wird. Das andere führt nach Dunkelforst an der Südspitze von Cyrodiil. Dort herrschen kaiserliche Überbleibsel. Die Nord des westlichen Himmelsrands sind ungastlich, um es gelinde zu sagen. Trotzdem konnten wir ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich habe Berichte über vermehrte vampirische Umtriebe in der Gegend gelesen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Man braucht standhafte Abenteurer, um damit fertig zu werden. Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht... Informationen aus den Dunkelelfen herauszukitzeln, ist immer eine knifflige Angelegenheit. Um ehrlich zu sein, wissen wir sehr viel weniger über das, was in Morrowind vor sich geht, als wir sollten.
Ich kann euch allerdings sagen, dass Vivek vor kurzem nach Helden gerufen hat. Das ist besorgniserregend. Hervorragend! Ihr könntet nach Strossmekai im Deutschen...